Ja, mein Name ist Fabian Fritz. Ich arbeite für die Firma Aitinovum als Teamlead im Bereich Enterprise Information Management und kümmere mich dort um unser Team an Alfresco-Entwicklern, Consultants. Das Team Foto hier unten, das ist vor ein paar Monaten entstanden, ist in der Zusammensetzung schon wieder nicht aktuell. Es sind schon wieder weitere Kollegen hinzugekommen. Da können wir relativ kontinuierlich am Ball bleiben und regelmäßig neue Fotos machen. Wir wachsen gerade erfreulicherweise sehr gut und sind mit dem Team einer der größten Partner in Europa für die Alfresco-Themen. Ich persönlich bin seit 7 Jahren im Alfresco-Umfeld unterwegs, habe einen Softwareentwicklungshintergrund, bin Informatiker und habe einen technischen Hintergrund und bin mit Leib und Seele Softwareentwickler. Software entwickle ich. Mich fasziniert Softwareentwicklungsprozesse, die Softwareentwicklung an sich. Die Idee von der Vision, die bei Ihnen aufkommt, den Anforderungen, das bis zum ausgelieferten Produkt zu bringen, das fasziniert mich und treibt mich täglich an. Ich habe heute das Thema Smart Folders im Gepäck und wir werden eine kurze Einführung machen, worum geht es bei dem Thema, was sind die Konzepte dabei und danach gehen wir in Live-Demos in Beispiele, wie kann man das Ganze anwenden. Die Folien sind jetzt hier auf Englisch. Ich habe auf Deutsch angefangen, dann das Ganze auf Deutsch auch beworben. Das hat noch keiner ernst wirklich angeguckt. Ich glaube, Sie sprechen alle Deutsch, also ich brauche jetzt nicht ins Englische wechseln. Ich war mir im Vorfeld nicht ganz sicher, deswegen habe ich es auf Englisch vorbereitet, werde aber den Vortrag auf Deutsch halten. Francesco wird seinen Vortrag auf Englisch machen. You're going to be talking English. Das haben wir, glaube ich, wollen hinaus. Gut, zu den Smartphones. Also, wir haben in Alfresco im Content Services Teil, speichern wir Dokumente in Ordnerstrukturen, legen sie dort ab. Diese Ordnerstrukturen sind durch bestimmte Fachlichkeiten, durch bestimmte Anforderungen bei Ihnen getrieben. Sehr häufig begegnen uns dann die Anforderungen und werden an uns herangetragen, dass es eben eine zweite Sicht auf diese Dokumente gibt, eine zweite Dimension, die sich aus geschäftlichen Anforderungen ergibt. Wir haben jetzt hier ein Beispiel, zum Beispiel Dokumente, die Verträge sind Contract oder hier unten jetzt den Typ Dokumententyp Invoice. Es gibt dann vielleicht Anforderungen, diese aus den verschiedenen Stellen, wo sie im physikalischen Repository liegen, diese in einer eher aus anderen Geschäftsanforderungen kommend, in anderen Dimensionen, in anderen Darstellungen zusammenzuziehen. Das Ganze kann man im Bereich Case Management, sieht man das häufiger. Ich habe gleich ein Beispiel drin, wo es darum geht, dass Rechnungen von der Finanzabteilung irgendwo in einer Site abgelegt werden nach den Strukturen, weil die sind eben haben die Hoheit über die Rechnungsdokumente. Gleichzeitig gibt es aber Projekte, die auch Zugriff auf ihre eigenen Dokumente, ihre eigenen Rechnungen haben wollen und die auch in projektspezifischen Ansichten zusammenziehen. Das ist immer die Idee, die Vision hinter den Smart Folders, Dokumente, die in physikalischer Struktur liegen, in virtuellen Ordnern zusammenzuziehen und verfügbar zu machen für die Anwender. Springen wir direkt rein. Was müssen wir tun, um das Ganze vorzubereiten? Wir müssen das Feature, das ist erstmal in jeder Alfresco-Installation mit enthalten, das ist kein Add-on, das Sie dazu installieren müssen. Sie müssen es nur aktivieren. Es empfiehlt sich, Solr 4 oder 6 einzusetzen, was nicht mehr die große Herausforderung ist, so wenig, wenn wir jetzt noch Solr 1 unterwegs sind. Und sogenannte Transactional Metadata Queries aktivieren. Das empfiehlt sich, das ist kein absolutes Muss, aber es empfiehlt sich, das zu aktivieren. Kommen wir gleich in dem Beispiel noch mal ein bisschen mehr zu, was dahinter steckt, warum das der Fall ist. Das sind erstmal die grundlegenden Vorbereitungen. Danach läuft Ihr System mit der Möglichkeit, Smart Folders zu nutzen. Nächster Schritt: Wir brauchen ein Smart Folders Template. Ein Template beschreibt, wie die Struktur Ihrer virtuellen Ordner, Ihrer Smart Folders aussehen sollen, welche Daten dort angezeigt werden sollen. Technisch ist das eine JSON-Datei, die habe ich jetzt als Beispiel auch mal hier schon mal eine aufgelistet. Wenn wir uns die wichtigen Teile rausgreifen, haben wir hier erstmal einen Namen für einen Ordner, einen Unterordner, einen virtuellen Unterordner, und wir haben hier unten eine Query, die beschreibt,
was wollen wir denn für Dokumente dort anzeigen. Wenn Sie sich mit dem Thema Datenbelegung in Erfresco noch nicht so intensiv beschäftigt haben, als Beispiel habe ich jetzt hier mal einen Aspekt genommen. Dieser Aspekt hat bündelt bestimmte Properties, kann auch als Marker benutzt werden, um bestimmte Dokumente zu markieren. Ist so ein bisschen das Pendant zum Typisieren von Dokumenten. In dem Fall habe ich mal ein Project Invoice Document als Aspekt geschaffen, der wird uns gleich auch mit Beispielen ein bisschen verfolgen. Und dieser Smart Folder hier, Invoices, könnte benutzt werden, um alle Dokumente, die diesen Aspekt haben, anzuzeigen. Das wäre nur das Minimalbeispiel, was man macht. Dieses Template, von dem wir sprechen, definiert Ordnerstrukturen. Wir werden auch gleich ein bisschen mehr Hierarchien sehen, also tiefere Ordnerstrukturen dort sehen. Die Suchqueries, die Search Queries, die ausgeführt werden sollen, um die Dokumente zu finden. Und im zweiten Teil, in der zweiten Demo, kommen wir dann auch zu dem Punkt, dass wir das nutzen können, Dokumente abzulegen, also irgendwo in einen virtuellen Ordner hochladen und gleichzeitig dann eine richtige physikalische Stelle zu legen und Metadaten zu erlangen oder anzulegen an den Kunden oder an neuen Dokumenten. Gut, wenn wir jetzt den Smart Folder, ein Template dafür geschaffen haben, wir lernen gleich auch noch kennen, wie wir das ablegen in Alfresco. Diese JSON-Dateien kann man über die Oberfläche hochladen, müssen wir in einem zweiten Schritt irgendwo dafür sorgen, dass dieses Template in Instanzen Anwendung findet. Das heißt also, wenn es das irgendwo Smart Folder gibt, die dieses Template benutzen. Dieses Template kann eben für mehrere Stellen benutzt werden. Dafür gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Wir können das Ganze typbasiert machen oder explizit auf einen Ordner anwenden. Typbasiert funktioniert eigentlich so, wir haben einen Ordner in Alfresco, der hat einen bestimmten Typ oder einen bestimmten Aspekt und wir folgen bestimmten Namenskonventionen, wie wir diese Template-Datei ablegen. Und dann kommt eigentlich der wichtige Teil, wir müssen in der Alfresco Global Properties definieren, bestimmte Namenspattern oder Filter definieren, auf welche Aspekte oder welche Typen dieses Template angewandt wird. Das heißt, wir können also sagen zum Beispiel, wenn wir einen Ordner vom Typ Invoice Folder SF für Smart Folders jetzt haben, wenn wir einen Ordner finden, der diesen Typ hat, wird automatisch das Template, was einer entsprechenden Namenskonvention entspricht, angewandt. Kommen wir zum zweiten Teil und der ist ein bisschen expliziter und deswegen werden wir den auch heute in den Demos benutzen. Wir nehmen ein Template und sagen dann ganz explizit bei einem Ordner, bei einer Ordnerinstanz hier, du sollst ein Smart Folder werden. Und zwar mit dem Template. Das machen wir über Aspekte und dann wählen wir das Template aus. Klingt jetzt hier ein bisschen trocken, deswegen machen wir das gleich auch in der Demo direkt mal live. Und das ist auch schon der nächste Schritt. So viel zum Thema, was sind Smart Folder? Ich glaube, das wird ein bisschen verständlicher, lebendiger, wenn wir das jetzt zum Beispiel anschauen. Ich habe ein Szenario ausgedacht. Wir haben eine Finanzabteilung oder eine Buchhaltungsabteilung, die kümmert sich um die Rechnung. Die legt die Rechnung dann ab. Die hat natürlich auch die Hoheit über, in meinem Beispiel jetzt über die Rechnung, wie die abgelegt werden, wer Rechte hat und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber ein oder mehrere Projektteams, die sagen, wir wollen auf unsere Dokumente zugreifen. Wir wollen auf unsere Rechnungen zugreifen und wir müssen die in unseren technischen Arbeitsabläufen auch mal einsehen im Projekt. Das heißt also, wir haben einmal den Ablageort in der Abteilung, die sich um die Dokumente kümmert, die ablegt, veraktet vielleicht irgendwo, Langzeitspeicher. Und wir haben in einem anderen Bereich, wo die Dokumente eingeblendet werden sollen, vielleicht in schreibender Weise, aber vielleicht auch in lesender Weise. Die Lösung, wenig überraschend, wir werden die Dokumente bei der Abteilung in einer Site speichern, die dafür zuständig ist. Und parallel dazu werden wir Smart Folder nutzen, um die Dokumente dann von dort zu holen und in der Projektzeit anzuzeigen. So, was sind die Zutaten für das Beispiel? Damit das Ganze ein bisschen lebendiger wird, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel mit den Rechnungen. Ich habe in der Vorbereitung jetzt schon mal ein kleines Datenmodell geschaffen. Wir müssen ja irgendwas filtern, wir müssen irgendwas suchen können später. Dort haben wir ein sogenanntes Project Invoice Document. Das hat ein paar Properties, nämlich zum Beispiel eine Projektreferenznummer. Das wird so das Hauptkriterium sein, wie wir sagen, zu welchem Projekt gehört welches Dokument. Ein Typ von eingekauften Goods, das könnte dann Software, Hardware, Services sein. Und wir haben ein
Da, das ist verschieden, das hier so. Ja, mein Status, da habe ich jetzt auch mal, das ist eine Werteliste. Der Status könnte eben von Approval Pending über in Review bis Rejected oder Archived sein. Das sind, solche Wertelisten sind sehr dankbar, um danach zu filtern und da diese nach Status später auch anzuzeigen und zu sortieren. Ja, ein paar Beispielsdokumente brauchen wir gleich. Und wir werden ein Template haben und das auf bestimmte Ordner anwenden. Nach meiner Live-Demo. Wer von Ihnen kennt Alfresco Share nicht? Okay, gut. Also, wir bewegen uns jetzt in der Benutzeroberfläche hier heute in Alfresco Share. Wir lernen heute im Laufe des Abends dann noch eine zweite kennen, nämlich AEF basiert, mit dem Alfresco Application Development Framework, da wird Francesco drüber sprechen. In Share habe ich jetzt, bin ich in der Vorbereitung hingegangen und habe zwei Sites angelegt. Eine Site Finance und eine Site Projects. Naja, die Zuordnung versteht sich irgendwo von selbst. Unsere Abteilung, die um die Abrechnungen und die Rechnungen kümmert, lebt und verwaltet die Dokumente Finance. Dort haben wir ein paar Dokumente in Ordner Invoices. Ich habe jetzt mal als Beispiel schon mal vier Stück hochgeladen und bin hingegangen und habe diesen Dokumenten, diesen Project Invoice Doc Aspekt verpasst und dadurch haben diese Dokumente hier unten Project Invoice eine Projektnummer bekommen, einen Status, bin ich auf in Review hier und einen Purchase Type. Jetzt eine Software schaffen. Basierend auf diesen drei Properties werden wir gleich dann suchen und die Dokumente zusammenziehen. Gut, davon haben wir jetzt mehrere hier, die verschiedene Kriterien erfüllen, dass wir gleich zusammenziehen. Gleichzeitig haben wir eine Projekt-Site, dort liegen alle unsere Projekte und wir wollen jetzt dafür sorgen, dass dieser Ordner Project 1234, dass dort drin alle Dokumente, die zu diesem Projekt gehören, also die diese Projektnummer 1234 haben, dort mit angezeigt werden. Gut, erster Schritt, Template. Fangen wir dort an. Ich gehe jetzt noch mal ein drittes Browserpapier. Das ist wirklich jetzt im Repository-Bereich. Das ist eher so außerhalb des Sites. Das ist das, wo dann die Administratoren oder diejenigen, die so ein Smartphone erschaffen würden, sich dort bewegen. Dort gibt es unter Data Dictionary und dann Smart Folder Templates einen Ordner, wo man globale Templates ablegen kann. Und jetzt habe ich hier, dieses Beispiel ist standardmäßig mit dabei. Wir haben jetzt hier im ersten Schritt diese Project Invoices. Wir machen hier mal einen zweiten Tab auf. Das ist jetzt hier diese JSON-Datei. Kann man das gut lesen? Ist das im Browser für alle lesbar so, auch die anderen Sachen? Okay. Ist jetzt ein bisschen das, was wir als Minimalbeispiel gerade schon gesehen haben. Wir haben hier einen virtuellen Ordner namens Invoices, sieht man das highlighting? Genau, ein bisschen. Und hier unten haben wir die Query, suchen also nach Dokumenten, die diesen Aspekt haben. Das ist die Query-Language, die in Alfresco drinsteckt, ist eher etwas auf einem technischeren Level. Sie können sie aber auch, wenn Sie selber sich damit dem Thema beschäftigen, können Sie auch die Suche von Alfresco nutzen und solche Suchanfragen dort stellen. Sie müssen dort nicht immer nur Klartextbegriffe eingeben. Sie können die dort auch testen. Was wir machen, ist, wir suchen also nach Dokumenten, die den Aspekt Project Invoice Doc haben und bei denen, das ist dieses Gleichheitszeichen hier vorne, bei denen die Property Project Number F auf etwas steht, was jetzt hier so in spitzen Klammern steht. Ein bisschen größer machen. Das wird zu viel. So, diese spitze Klammern hier. Das ist eine bestimmte Syntax, eine spezielle Syntax, die diese JSON-Datei nutzt, um zu sagen, bitte füge hier den Wert von dem Ordner, von dem Root-Ordner ein. Von dem, wo der Smart Folder drauf angewandt wird. Das heißt, etwas, was ich Ihnen bis jetzt verschwiegen habe, ist, ich habe parallel zu dem Project Invoice Document habe ich noch einen weiteren Aspekt geschaffen, der das Projekt definiert. Und da gibt es ein Feld namens Projektnummer. Ich gehe nochmal gerade zurück in mein Projekt, in mein Projektseite.
Wir haben dort dieses Project 1234 und ich gehe jetzt mal in Edit Properties und dort sehen wir dann gleich. So, sehen wir dann gleich. Das ist jetzt die komplette Demo-Umgebung, die ich hier zeige, läuft bei mir lokal auf dem Rechner in einer dockerisierten Umgebung. Wir gucken jetzt übrigens hier schon auf die Alfresco 6 Version, die Release-Kandidat 5 gerade verfügbar ist und ganz, ganz kurz vor Release ist. Ja, ganz kurz davor. Ja, wir hatten ein bisschen gehofft, dass das gestern, heute, morgen irgendwo das offizielle Release-Party steigt, aber das hat leider nicht geklappt. Wir zählen die Minuten. Wir zählen die Minuten, okay. Ihr jubelt dann, wenn es soweit ist. Ja, okay. Hörbar. Gut. So, wir haben jetzt, was ich gemacht habe, hier auf dem Projektordner selber, habe ich die Projektnummer hinterlegt. Und das hier, dieses, was hier in dem Feld drinsteht, wird dann eben in diesem Template eingesetzt und gesagt, okay, wenn die Project Number Ref der Projektnummer entspricht, dann zeigen wir das Dokument bitte hier an. Damit haben wir so ein bisschen dynamischen Faktor drin, dass wir eben Smart Folder nicht nur auf einer Stelle anwenden können und hart kodiert reinschreiben müssen, das ist jetzt Projekt 1, 2, 3, 4, sondern es ist dynamisch, wird von dem Ordner rübergezogen und geerbt. Wir müssen es vielleicht noch ein bisschen weiter verfolgen, das Thema. Gut, ich lasse es nochmal offen. Was müssen wir als nächstes machen? Wir haben das Template fertig. Nächster Schritt, wir gehen in den Projektordner hier und sagen, wir wollen das Template nutzen. Das machen wir über Manage Aspects. Wir können dort einen System Smart Folder Aspect hinzufügen und speichern. Und im nächsten Schritt, wenn ich wieder auf Edit Properties gehe, dann sehen wir, dass dort ein weiteres Feld aufgetaucht ist, nämlich die Auswahl des Smart Folder Templates, das zum Einsatz kommen soll. In dem Fall wollen wir das Project Invoice Voices nehmen. Gut, speichern. Hat sich noch nichts verändert, oder? Ich hätte vielleicht vorher Ihnen mal zeigen sollen, wie der Ordner innen drin aussieht, der war nämlich vorher leer. Das habe ich übersprungen. Jetzt sehen wir aber etwas, was dort ein bisschen anders aussieht. Sie sehen dieses spezielle Ordnersymbol mit der Lupe, das ist das Icon, was du verwendest, um darzustellen, das ist ein virtueller Ordner. Den gibt es physikalisch nicht. Der wird nur über Queries gefüllt, die im Hintergrund eben durch uns definiert wurden. Ja, jetzt können wir das uns anschauen und wir sehen, hier tauchen drei Dokumente auf. Von, jetzt müssen wir nochmal wieder zurückgehen, ich habe hier vier Dokumente hinterlegt und ich gehe jetzt nicht alle vier durch. Es gibt ein Dokument, nämlich dieses hier, ich da mal reingehe, das hat eine andere Projektnummer, nämlich 4321 und wird deswegen dort nicht. Soweit okay? Oder war das zu schnell? Was passiert, wenn wir jetzt an der Stelle weitermachen und irgendwann mal ganz viele Rechnungen dort haben? Dann wird es vielleicht für das Projektteam unübersichtlich. Vielleicht haben wir ein ganz großes, langlaufendes Projekt, wo dann mal hunderte von Rechnungen auftauchen. Vielleicht wollen wir die mehr ein bisschen gruppieren und irgendwie nach Status sortieren. Vielleicht wollen wir die nach Typ der Anschaffung sortieren. Das machen wir im nächsten Schritt. So, ich habe jetzt, um uns allen ein bisschen die Tipparbeit hier, die Zeit für die Tipparbeit zu ersparen, habe ich die ganzen Folder-Templates schon mal vorbereitet. Und wir nehmen die Version 2. Das Ganze wird jetzt ein bisschen wachsen. So, schauen wir uns die wieder erstmal an. Version 1 mal zu. Was ist jetzt passiert? Ah, ich habe noch was vorweg vergessen. Wenn Sie sich daran erinnern, nein, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, wir springen direkt in Version 3. So, und Version 3 ist gleich ein Stückchen komplizierter. Mal alles zu und wir arbeiten jetzt langsam darauf hin. Also auf oberster Ebene, das ist erstmal der Root-Knoten, den lassen wir so. Wir haben jetzt etwas hier, einen Unterordner geschaffen, der Invoices by Status heißt.
nicht mehr nur Invoices, sondern Invoices by Status. Das erstmal tut noch nicht so viel. In dem Fall habe ich keine Query definiert, sondern sage Nodes. Was soll da drin sein? Da kann ich jetzt statisch Nodes erstmal definieren und sagen, na ja gut, als erstes kommt ein Unterordner All Unarchived Invoices. Das wäre dann zu erreichen mit der Query, na ja gut, den ersten Tag kennen wir schon. Und hinten ist noch dahinter das hier vorne ist ein Ausrufezeichen, nicht Status Archived. Das heißt also, dort werden alle Dokumente angezeigt, die nicht archiviert sind bisher. So, wenn wir ein bisschen weitergehen, da wird es dann etwas interessanter. Ich komme mal ein. So, zusätzlich habe ich jetzt hier mal die Query für Pending Invoices. Dort haben wir eine etwas kompliziertere Query. Wieder den Anfang kennen wir und dahinter entweder im Status Approval Pending oder in Rev. Schauen wir uns das Ganze auch mal an, live. Ich habe es ja schon hochgeladen, es wird automatisch aktiviert. Beim nächsten Zugriff auf den Ordner sehe ich direkt die Ergebnisse. Das heißt also, wenn ich jetzt hier nochmal einmal Reload. So, jetzt haben wir hier, sehen wir den Ordnerbaum, dass wir Invoices als Status haben. Dort klappt auch zum Beispiel All Unarchived Invoices, das dürfen irgendwie drei Stück wieder sein. Und bei Pending Invoices sind es auch drei Stück. Sagen wir einfach mal, eine davon wollen wir jetzt mal weitertreiben im Status und auf einen anderen Status setzen. Gucken, was nehmen wir als nächstes? Jetzt dann eben auf, setzen wir es mal auf Archive, dann sollte es komplett raus verschwinden. So, und damit ist das aus diesem virtuellen Ordner verschwunden. Ich habe jetzt keine Query vorgesehen, wo die Archive-Documents angezeigt werden. Sonst könnten wir das ja auch nicht so anziehen. Okay. Das Ganze können wir dann noch wieder ein bisschen weiter treiben und vielleicht auch nach dem Purchase Type filtern und sagen, okay, ich gucke mal an, alle, die für Hardware sind, an für Software, an für Services und ähnliches. Gut, das Beispiel sind wir durchgegangen. Wir haben ein Smartfolder angelegt, wir haben hier einen Inhalt gefüllt, haben hier ein bisschen verändert und weiterentwickelt. Das ist auch vom Entwicklungszyklus her ganz angenehm. Man kann immer wieder durch Aktualisieren dieser Datei sich darauf rantasten, dass man vorankommt. Sollte nur dafür sorgen, dass man einen Satz an Testdaten hat, damit man wirklich alle Fälle abdeckt. Jetzt wäre es ja ganz interessant, wenn wir uns diese Struktur in Einteilung in physikalische Ablage und den Business View nochmal anschauen, wäre es ja schön, wenn wir ein neues Dokument bekommen, vielleicht zum Beispiel hier für heute Abend die Rechnung fürs Essen und die soll auf das Projekt gebucht werden, wäre ja schön, wenn wir die einfach hochladen könnten und die würde, also wir laden die in die virtuelle Sicht hoch an die richtige Stelle und im nächsten Schritt wird sie automatisch an die richtige physikalische Stelle gelegt und es werden automatisch noch gleich ein paar Metadaten mit angebracht und dort auf das alles Dokument gemacht. Machen wir. Es nennt sich, wenn man das im Englischen liest, läuft das unter Filing. Das kann man als Akten übersetzen oder ablegen. Da wir jetzt hier nicht ganz in Aktenstrukturen reden sind, werde ich mal bei Ablegen bleiben. Wer weiter in das Szenario? Die Finanzabteilung sagt, Mensch, ja, wir wollen aber jetzt die Dokumente ein bisschen flüssiger, ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher ablegen können. Deswegen wollen wir direkt in bestimmte fachliche Strukturen packen können. Machen wir erweitern jetzt diese Finance-Site auch um ein Smart-Folder und wenden dort bestimmte Filing-Rules, wie sich das dann nennt in der Dokumentation. So. Wir gehen jetzt hier hin. So. Was wir machen wollen, ist, wir wollen eine Ordnerstruktur schaffen für die Projekte, wo die ihre Dokumente dann ablegen können. Wir nehmen jetzt hier mal, wo das Finance Department das ablegen kann. Machen wir jetzt hier auch einen Ordner Project 1, 2, 3, 4. Gehen auch dorthin und sagen, dass das ein Projektordner ist. Und setzen entsprechend die Projekte. So,
damit ist jetzt noch nicht so arg viel passiert, das ist leer. Im nächsten Schritt, gehen wir mal wieder zurück, setzen wir den weiteren Aspekt, wieder dieses, ich wende ein Smartphone da explizit auf eine Seite an, auf einen Ordner an. System Smartphone hier. Und gehe dort in Properties, das habe ich genau, Finance Projects Version 1, das funktioniert. Und jetzt wird hier dann ein virtueller Ordner auftauchen, der Software heißt. Warum? Naja, das habe ich jetzt übersprungen. Das Template hierfür lag schon dort im Data Dictionary. Ich mache jetzt auch mal hier im Browser auf. Und wir haben dort eine, ich sage mal das Pfeil hinzu, so erstmal einen Ordner, virtuellen Ordner Software. Und der hat eine bestimmte Query, die, Moment, hier hinten unter anderem, jetzt muss ich markieren mal hier, Purchase Type Software stehen hat. Und deswegen werden die Dokumente dort mit angezeigt, die zur Software gehören. Jetzt kommt aber der interessante Teil. Wir wollen das Ganze ja auch, wenn dort etwas Neues hochgeladen wird, entsprechend abspeichern. Das können wir über den Eintrag File machen. Wir sagen, die Dokumente werden physikalisch dann später in den Bereich Actual Path, das ist Platzhalter, nämlich das ist da, wo wir aktuell mit dem Smartfolder sind, der Root-Folder, in den Unterordner Storage werden die abgelegt, bekommen den Aspekt verpasst, das ist Invoice-Doc, und erben von oben die Projektnummer sowie statisch den Begriff Software als Purchase-Type. So, jetzt habe ich merklich, habe ich was vergessen. Ich muss jetzt hier einmal den Ordner Storage anlegen, damit wir den physikalisch gleich haben, weil da sollen die Dokumente physikalisch drin landen. Jo, gehen wir mal hier rein, hier liegt noch nichts drin. Jetzt mal, das ist jetzt gerade, wenn wir das. Das jetzt übergezogen. Aber so. Funktioniert natürlich auch über Drag and Drop, wenn man nicht zu viele Bildschirme hat. Jetzt nehmen wir das Dokument, laden es hoch. Na, jetzt sehen wir nämlich das, was ich vorhin gesagt habe. Es lohnt sich, wenn man die Transactional Metadata Queries aktiviert hat. Was jetzt hier passiert ist, dass die Suchanfrage, die da läuft, läuft über Solr, über den Suchindex. Und der wird nicht in der Transaktion aktualisiert, sondern erst nachgelagert, zeitverzögert wird er aktualisiert. Das heißt, es kann sein, dass es ein paar Sekunden dauert, bis das Dokument da ist. Haben Sie die Transaction Metadata Queries aktiviert und ist die Query entsprechend formuliert, dass sie da auch passt, dann wird die Anfrage gegen die Datenbank ausgeführt und ist dann eben transaktional konsistent. Das ist ein bisschen ein Best Practice, wo man darauf achten kann. So, wir sehen jetzt, es taucht hier dran auf. Das Dokument wurde tatsächlich hier in den Ordner Storage hochgeladen. Wird aber auch hier filtermäßig mit angezeigt. Und wenn wir in die Properties gehen, sehen wir, dass wir dort das Dokument den Aspekt bekommen hat, die Projektnummer geerbt hat von oben und einen Standardstatus bekommen hat und den Software-Tab, das hat er vorgegeben. So. Ich gehe jetzt nochmal einmal zurück in die Präsentation und dann kürzen wir an der Stelle auch ein kleines bisschen ab, wenn ich dem Kollegen nicht zu viel Zeit klaue. Wenn Sie selber das Thema mal ausprobieren wollen, Sie haben gesehen, ich habe jetzt hier nichts, kein Coding drin gehabt. Sie können wirklich, wenn Sie sich mit der JSON-Struktur auseinandersetzen, wenn Sie sich mit der Suchsyntax etwas auseinandersetzen, können Sie es selber bei sich im System durchführen. Die Alfresco-Dokumentation hat dort eine sehr umfangreiche Anleitung, aber auch sehr gute Tutorials. Da wird ein Claims-Management sehr umfangreich, deutlich umfangreicher als hier jetzt aufgebaut. Da kann man sich sehr gut dran entlanghangeln und bekommt am Ende so eine sehr umfangreiche Ordnerstruktur, wo dann Sachen eben auch verachtet werden und ähnliches. Ganz schnell die Best Practices, nur anschalten, wenn man es wirklich braucht. Es hat im Laufenden keinen schwerwiegenden Performance-Einfluss. Aber wie bei vielen Sachen, die man nicht braucht, sollte man die noch nicht aktivieren. Bei den Queries lohnt es sich tatsächlich ein bisschen, sich Gedanken zu machen, dass eben nicht zu viel Content durchsucht wird. Es kann sehr, sehr gut gefiltert werden nach Typ und nach Aspekt. Und wenn man danach verfeinert, ist man schon, hat man die Treffermengen schon sehr früh, sehr klein gestaltet. Das lohnt sich.
Das mit den Transactional Metadata Queries hat man gerade gesehen, sehr eindrucksvoll. Beim Filing ist es noch interessanter, eine Query zu nutzen für den Ordner, wo man etwas reinfallen lässt. So lohnt sich eine Query dann dort zu haben, die auch auf das matcht, was man anwendet. Also es lädt der Benutzer etwas hoch und es verschwindet sofort. Wenn die nie dort angezeigt, weil die Query ist nicht erfasst. Das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein. Ja, und das letzte ist eher so ein auf technischer Ebene, das hat mit den Node-REFs zu tun. Es lohnt sich, die ID-Property in dem JSON zu nutzen. Einschränkungen, die man berücksichtigen sollte, über Share und ADF-Apps und Outlook-Plugin zum Beispiel funktioniert es über Dateisystemprotokolle wie WebDAV und CIFS, funktioniert der lesende Zugriff, funktioniert schreibend, also das Hochladen funktioniert dort nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man den Weg öffnet für den Anwender. Was auch nicht funktioniert, ist, dass man, dass man physikalische Ordner anlegt beim Hochladen. So, und da an der Stelle lassen wir es dann auch bewenden.